Das ist Andreas Schreiber. Er kennt seinen Körper besser als die meisten Menschen auf der Welt. Denn er misst ihn akribisch aus. Jeden Tag. Ob Blutdruck, Schlafrhythmus oder gelaufene Schritte. Alles wird aufgezeichnet. Andreas Schreiber gehört zur Bewegung Quantified Self. Er ist ein Selbstvermesser. Ich möchte halt genau wissen, wie das für mich und meinen Körper ist. Das ist das Entscheidende. Das ist bei allen Daten, die ich aufzeichne. Also es geht mir immer darum, zu sehen, wie es genau bei meinem Körper funktioniert. Und deshalb sammelt der 42-Jährige Daten wie andere Briefmarken. Selbst im Schlaf. Das Handy auf seinem Bett misst nachts seine Bewegungen. Morgens kann er dann seinen Schlafrhythmus kontrollieren. Doch erst wenn Andreas Schreiber aufsteht, beginnt der eigentliche Messmarathon. Eine WLAN-Waage ist mit seinem Handy verknüpft. Sofort werden Gewicht und Körperfett gespeichert. Dann misst Andreas Schreiber seinen Blutdruck und Blutzuckerspiegel. Er ist kein Diabetiker, aber das Sammeln möglichst vieler Daten gibt ihm ein Gefühl von Sicherheit. Ich habe 2009 angefangen. Ich hatte da einen Schlaganfall, war dann längere Zeit in der Klinik und in der Reha, musste dann unter anderem wieder sprechen lernen und meine Hand bewegen lernen. Und meine ganz persönliche Intention ist, dass ich eben Erkenntnisse über mich persönlich erfahren möchte. Also vermisst Andreas Schreiber seinen Körper sogar während der Arbeit. Der Softwaretechniker beobachtet genau, wie sich seine Werte entwickeln. Wenn jetzt irgendein Wert ist, den ich messen würde, wo ich nicht die Ursache kenne, dann würde ich beunruhigt sein und auch relativ schnell zum Arzt gehen. Doch dem Selbstvermesser geht es nicht nur um medizinische Daten. Auch seine Bewegungen kontrolliert er. Ja, also ich vermesse meinen Alltag vor allem mit dem Schrittzähler. Der zeigt mal, wie viele Schritte ich gegangen bin, wie viele Stockwerke ich gelaufen bin. Und zeigt mir auch an, quasi, wie weit ich von meinem Tagesziel noch entfernt bin. Sein Tagesziel, das liegt bei 15.000 Schritten. Hat er es erreicht, belohnt ihn eine App mit einem Abzeichen. Die Daten speichert Andreas Schreiber sorgfältig ab und veröffentlicht sie auch. Ich habe zum Beispiel einen Twitter-Account, wo meine Vitalwerte veröffentlicht werden, weil andere Menschen die sehen wollen. Und dazu gehört zum Beispiel meine Frau oder Bekannte oder meine Mutter. Meine Mutter guckt da drauf. Umgedreht auch. Wir haben meiner Mutter zu Weihnachten eine digitale Waage geschenkt und das so eingerichtet, dass ihre Gewichtswerte auch getwittert werden. Also wir können dann auch nachgucken, wenn sie sich gewogen hat. Das Veröffentlichen der Daten soll motivieren und dient der Kontrolle. Und weil das umso besser klappt, je mehr Leute ihre Daten miteinander teilen, haben die Selbstvermesser heute ein Treffen in Köln organisiert. Hier können sie ihre Erfahrungen austauschen. Für mich ganz persönlich bedeutet Quantified Self, subjektives Wissen in objektive Werte zu übersetzen. Das heißt, dass man einen ganz genauen, vergleichbaren Wert über das, was man selber macht, hat. Die ganzen großen Internetunternehmen treffen alle ihre Entscheidungen aufgrund von Daten eigentlich, so Google zum Beispiel. Und ich glaube, wenn man als Mensch halt mal ein bisschen anhand von Daten analysiert, was man so tut vielleicht, kann man da sich doch verbessern. Auch Andreas Schreiber möchte sein Leben weiter optimieren. Mit Blutdruckmessen hat alles angefangen. Doch das reicht ihm längst nicht mehr. Er plant, immer mehr von sich zu erfassen. Was ich ganz sicher vorhabe in der nächsten Zeit, ist irgendwie meinen Gemütszustand oder meine Stimmung aufzuzeichnen. Ja, sobald ich da eine passende App habe für Smartphone oder was ähnliches, werde ich damit anfangen. Seine Gefühle in Zahlen ausdrücken. Auf dem Weg zum digitalen Abbild gibt es für die Selbstvermesser wohl nichts, das nicht dokumentiert wird.